Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ultima 6. So, wir sind in unserem letzten Schrein, dem Schrein der Leidenschaft. Und ich habe leidenschaftlich den ersten Versuch des Kampfes verloren. Ja, shame on me. Aber die zweite Version habe ich dann ganz easy überstanden, weil es wurde einfach keiner übernommen. Es wurde keiner bezaubert. Ich habe den Avatar einfach zurückgehalten und habe immer darauf gewartet, dass er endlich jetzt irgendjemanden die Magie wegnehmen muss und so weiter. Aber es ist nie passiert. Dann habe ich ihn ja doch in den Nahkampf geschickt und YOLO hat keine Pfeile mehr. Aber ansonsten ist alles ganz gut. Und ja, Kampf war easy. Keine Ahnung, warum diesmal niemand übernommen wurde. Kann ich euch nicht sagen, weil am Ende vom ersten Versuch war es so, dass, glaube ich, jeder übernommen war, bis auf zwei, drei oder so. Das war ein bisschen übel. So, aber wir haben uns jetzt hier redlich verdient, mit dieser Statue da nochmal zu reden. Und haben wir Reagenzien? Ja, Negierfeld. Wir haben Reagenzien. Zack. So, erfolgreich. Dann rein da. Und wir schauen mal, ob das wirklich Minax ist. Jo. Die Statue von Minax. Dann reden wir mal mit der Statue von Minax. So, du siehst die Steinstatue der teuflischen Hexe Minax. Ah, stimmt. Ja, ich denke immer, Minax wäre ein Mann, aber nein, Minax war doch die Frau, Freundin, Geliebte von Mondaine. Du erinnerst dich noch gut daran, wie du Minax während deines zweiten Besuchs in Britannia bekämpft und bezwungen hast. Mit einem machtvollen Streich eines Schwertes erschlugst du die Hexe und zerstörtest ihr teuflisches Werk. Die Statue spricht. So sehen wir uns wieder, Avatar. Fürchtet euch nicht, ich bin keine Bedrohung und ich habe lediglich eine Aufgabe. Dann erzähl uns mal. Die Gargoyles bewahrten meinen Geist in diesem Schrein als Verkörperung der Leidenschaft. Ich war immer eine mächtige Zauberin. Leidenschaft war die Essenz meiner Seele, aber jene Leidenschaft kannte keine Grenzen. Ich wollte alles und so verlangte es mich danach, alles zu erobern. Leidenschaft muss fokussiert und zielgerichtet werden. Ungezügelte Leidenschaft, das Verlangen nach allem und jedem, führt nur ins Chaos. Die Gargoyles verstehen Leidenschaft. Ihre Gesellschaft fußt auf leidenschaftlicher Führung all jener, denen es an Motivation mangelt. So sichern sie ihr Überleben in dieser harschen Welt. Bedenket, was ihr gelernt habt. Sprecht mir nach das Mantra der Leidenschaft. Oh, ich schreibe auf. So, Ohr. Euer Verständnis ist schwach, aber ich kann euch nichts weiter lehren. Ihr werdet Leidenschaft brauchen, um eure Aufgaben meistern zu können, Avatar. Aber ihr müsst eure Leidenschaft auch beherrschen können, sonst gehen euch Balance und Ordnung verloren. Ich bewundere eure Taten und eure Leidenschaft. So, das haben wir dann auch erledigt. Und bevor noch irgendwelche Dramen passieren, machen wir eine kurze Reise zu unserem geliebten König. So, dann sind wir nämlich alle nochmal geheilt. Dieser Massenschutz hält immer noch, warum auch immer. Und dann brauchen wir ganz dringend Pfeile. Wir brauchen ganz dringend Reagenzien. Aber ich würde auch gerne wissen, wie die Geschichte weitergeht. Aber ja, das müssen wir, glaube ich, zuerst machen, weil ich weiß nicht, ob wir jetzt dann im Tempel der Singularität beziehungsweise beim Schrein der Singularität nochmal irgendwelche Kämpfe kämpfen müssen oder so. Habe ich keine Ahnung, weil ich das Spiel noch nie gespielt habe. So, Belem, du bist unsere Sparkasse. Gib mal bitte das ganze Gold. Obwohl, kann Belem auch... Ja, Belem kann einkaufen. Nee, dann soll Belem einkaufen, denn er hat auch noch ziemlich Platz, Dinge zu tragen. Ja, du gehst mir immer noch einen Zeiger. Dann schicken wir ihn zuerst mal zum Pfeile kaufen, weil die sind uns echt ausgegangen. Und dann schaue ich noch, welche Reagenzien uns fehlen, weil... Ja, das Drachenei, das ging mir kaputt, das gab Omelette. Rausfinden, welche Reagenzien uns jetzt derbe fehlen.
denn der ein oder andere Zauberspruch ist halt bei 1. Also Hilfe ja immer, aber Heil ist halt bei 1. Koma bei 1. Große Heilung vor allen Dingen bei 1. Also das sollten wir auf jeden Fall hochbekommen. So, das ist das Ziel aktuell. Das schaue ich dann gleich im Handbuch nach. Aber zuerst gehen wir mal Pfeile kaufen. Nein, das waren die Waffen. Händlern. Dann waren die Pfeile hier, genau. So, Bilem, du darfst jetzt mal einkaufen. Ich hoffe, die Dame ist nicht irritiert, wenn sie mit einem Gargoyle handelt. Ja, Bilem kann handeln. So, Pfeile. So, sie verkauft im Dutzend. Man kann maximal 9 auf einmal bestellen. Haben wir mal 9 Dutzend. Ja, wir möchten weiter kaufen. Nochmal Bilem. Pfeile 9 Dutzend. Ah, ihr könnt keine Pfeile mehr tragen. Okay. Dann schauen wir mal, 108 hat er bekommen. Dann verschieb mal, sagen wir mal, 50 zu einem der Barden. Zu Quennum. So, und dann verschieb mal den Rest. Schaminus zu Wertwick. Alles klar. Dann mal bitte einmal versammeln. So, jetzt sehe ich zwar Bilem nicht, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Bilem, beweg mal alle deine Pfeile zu Schamino. Sehr schön. Und dann kaufst du bitte noch mal so viel für dich selbst und YOLO. Noch ein Dutzend. So, diesmal hat er 120 bekommen. Dann verschieb mal bitte 60. Wer ist jetzt YOLO? Na gut, dann muss Quenno gleich mit YOLO teilen. Das kriegen wir aber auch noch hin. So, dann haben wir das zuerst mal erledigt. Und dann schauen wir mal kurz, ob die Zigeuner da sind. Nein, die sind aktuell nicht hier. Dann schaue ich, was die große Heilung als Reagenz braucht. Moment. Heilung. Das war doch, glaube ich, 3 oder 4 am Zirkel. Zirkel 4 große Heilung. Ginseng, Spinnen, Seide und Alraunwurzel. Puh. Dann wird es wahrscheinlich an Ginseng und Alraunwurzel scheitern. Ja, ich gehe mal noch kurz einkaufen. Ich melde mich gleich, ne? So, da bin ich wieder. Ich habe Reagenzien gekauft. Ich war auch noch mit den Helden trainieren. Da waren wir schon ewig nicht mehr. Also ich meine mal, Quenno konnte aufsteigen, Schamino glaube ich auch und Bilem auf jeden Fall. Also er ist jetzt von 60 auf 90 Lebenspunkte hoch. Das ist schon mal supi klasse, mega toll. So, und genau, wir sollten ja das Mantra der Singularität lernen. Und da man uns ja schon 100-mal gesagt hat, dass die Kombination aus Kontrolle, Leidenschaft und Fleiß Singularität ergibt, ist meine These, dass wir die Mantras der einzelnen Prinzipien zusammensetzen müssen. Und man hat auch sehr deutlich betont, dass das eine aus Ultima 1 ist, das andere aus Ultima 2 und das andere aus Ultima 3, woraus sich auch eine gewisse Reihenfolge ergeben könnte. Wobei ich mir jetzt nicht aufgeschrieben hatte, wer was war. Wenn Minax als Frau war, auf jeden Fall Ultima 2. Ja, ich glaube, wir haben mit Exodus angefangen. Der war Fleiß. Und Ultima 3
Ja, dann ist, glaube ich, dann Unorus. Müsste dann eventuell das Mantra der Singularität sein. Wir fragen mal. Wenn nicht, habe ich ein Problemchen. So, du siehst eine fein bearbeitete Steinpyramide vor dir. Als du an den Altar trittst, ertönt eine Stimme in deinem Kopf. Du hast keinerlei Schwierigkeiten, sie zu verstehen, kannst aber ihre Sprache nicht bestimmen. Habt ihr eure Reise in die Katakomben abgeschlossen? Ja. Wie lautet das Mantra der Singularität? Unorus, habe ich gesagt. Unorus. Möge das Prinzip der Kontrolle euch bei eurer Queste leiten. Möge das Prinzip der Leidenschaft euch durch eure Queste führen. Möge das Prinzip des Fleißes euch durch eure Queste beenden lassen. Dann werdet ihr wahrhaft den vereinten Geist und die Singularität des Willens erreichen, die für den Erfolg aller Unterfangen notwendig sind. Dies ist der Pfad der Gargoyles. Lasst es auch den euren sein. Der Altar glüht mit kalter blauer Flamme. Du fühlst den Drang und die Pflicht, den Kodex aufzusuchen. Deine letzte Queste hat begonnen. Und wo soll der Kodex sein? Ach so, ich glaube, wir müssen jetzt nochmal zu dem Verletzten. Ihm sagen, dass wir würdig sind. Vielleicht sagt er uns dann, wo er war. Oder können wir nochmal hier reden? So, wir verstehen. Sie hat bereits alle Weisheiten von hier erlangt, edler Avatar. Sucht den Kodex auf und möge euch nichts dabei hinderlich sein. Oder vielleicht sagt uns jetzt auch der Weise noch irgendwas zu dem Thema. Wir ersparen uns das Gefliege mit dem Ballon, in dem wir uns teleportieren. Zack. Den Ballon hatte ich eingepackt, ne? Ja, hatte ich. Alles gut. Was passiert eigentlich, wenn man den Ballon hier verschlampen würde? Ist das Spiel dann vorbei? Muss man dann einen neuen bauen? Wahrscheinlich einen neuen bauen. Warum steht ihr da so viel rum? Das verwirrt ein bisschen. So, dann gehen wir mal zuerst mal zur Halle des Wissens. Mal dort nachfragen nach dem Kodex. Weil wir jetzt ja würdig sind. So, der hat das seltsame Gerät auf der Nase. So, wenn wir ihn mal nach dem Kodex fragen. Zu glauben, ihr Scherz zu machen, zu wissen ebenso gut wie ihr selbst, dass eure Art, den Kodex zu nehmen, in eure Seite der Welt. Stimmt, ja. Aber wo? Ja, keine Ahnung, unsere Seite? Nee, sinnloses Geschwätz. Vielleicht nochmal beim Chef nachfragen? Wo war denn das? Hier, oder? Genau, du warst der Chef. Geehrt zu sein, euch edler betrübt zu sein, das wichtige Staatsangelegenheiten Unterredungen zu verhindern. Ja, du bist mir auch ein Scherzkeks. Okay, dann will ich mit dem Verletzten nochmal reden. Vielleicht spürt er jetzt, dass wir gesegnet sind und auf der Queste und was auch immer. Das war er, genau. So, der ist schwer verletzt. Gehabt zu haben, den Sieg zu greifen, nein, nein, das hat er schon mal gesagt. Kraftfeld. Zu wissen, dass ein solches Feld den Kodex zum Geben, als mein Volk ihn noch zu besitzen. Zu erinnern ich, dass nur jene auf heiliger Suche nach Weisheit das Feld durchschreiten zu können. Genau, und wir sind ja jetzt auf der heiligen Suche. Sorry, die Nase gab laut. So, Suche. Zu erhalten heiligen Auftrag
im Tempel der Singularität. Den haben wir. Aber unsicher zu sein, ob seine Bitte von Menschling, ja, haben wir geschafft. Zu finden den Tempel in den Bergen im Norden. Aber fliegen zu müssen, um dorthin zu gelangen, nee. Er redet jetzt von dem Tempel, in dem wir waren. Den wir auch ein bisschen länger gesucht haben auf Unwegen. Ja, also es gibt auf der Karte von unserer Welt, wenn der Kodex auf jeden Fall in unserer Welt ist, dann ist es wahrscheinlich auf der Insel des Avatar, denn dort ist dieser Tempel eingezeichnet. Säulen, griechischer Tempel, stylmäßig. Das könnte dann der Tempel sein, den wir suchen, weil das ist jetzt auch das einzige größere Gebäude, in dem wir noch nicht waren auf unserer Welt. Laut Karte, zumindest das, was eingezeichnet ist. So, dann porten wir uns mal zu dem Schrein auf der Insel des Avatar. Moment. Das müsste eins vorne, zwei links sein. Stellt euch mal so ein bisschen um den Avatar. So, eins vorne, zwei links. So, benutzen das da. Eins vorne, zwei links. Das ist jetzt das Einzige, was mir dort noch einfällt. So. Ja, Vulkan. Ach, Kacke. Ja. Wir haben keinen Floß mehr dabei. Na, super. Okay, Sigalion, pack mal bitte den Ballon aus. So. Hingeschmissen. Dann benutzen wir ihn. Einmal aufblasen. Einmal benutzen. Kommt ja auch wieder in den Genuss dieser Fliegerei. Oh, der Avatar hat nur noch 20, aber... wie ist unser Gargoyle? Belem. Belem hat noch Gold. So, da war der Fächer. So, wir haben Ostwind. Das bringt uns nichts. Wir haben Südostwind. Das wäre kontraproduktiv. Ja, doch, Südwind ist okay. So, wie weit kommen wir mit Südwind? Sehr weit. Fliegen wir mal hier noch rüber. Moment, dann muss ich die Karte in den Vordergrund holen. Wo wir jetzt dort sind und einschätzen zu können, wo wir hin müssen. Ist ja auch immer nur eine grobe Abschätzung, weil auf der Karte nicht alles eingezeichnet ist. Aber was Besseres haben wir nicht. So. Wir fliegen mal noch ein bisschen weiter. Moment, zuerst mal Spiel wieder rein. Hallo Spiel? Wir landen mal hier und schauen uns um. So, Sigalion, pack mal das gute Stück ein. Mitnehmen. Da mitnehmen. Sehr schön. So, null. Und, oh, ja. Ein Weg sieht gut aus. Das sieht auch cool aus. Wächter. Das sieht wichtig aus. Ich habe aber ein bisschen Angst. Hallo? Ah, da sind wieder diese drei Ringe. Und ein Buch. Bist du der Kodex? Die Seite des Kodex ist bereits aufgeschlagen und du kannst folgende Zeilen lesen. Platziert eine konvexe Linse exakt in die Mitte zwischen den Kodex und der Flamme der Singularität, sodass
der Lichtstrahl der Flamme auf den Kodex zusammenläuft, platziert eine konkave Linse zwischen dem Kodex und der Flamme der Unendlichkeit, sodass das Licht über den Kodex auseinanderstrahlt. So dann legt die 8 Mondsteine in den Vortexwürfel. Zu den Mondsteinen sage ich gleich noch was. Stellt ihn vor den Kodex auf den Boden und benutzt ihn, um den Kodex dorthin zurückzubringen, wo er herkam. Mondsteine. Ganz empfindliches Thema. Da haben wahrscheinlich auch einige schon einige Folgen lang, eigentlich schon fast von Anfang an, die Monitore angeschrien und irgendwann hat mir das auch so ein bisschen gedämmert. Wir haben ja auf jedem Altar so einen kleinen Stein mitgenommen. Und ich hatte auch 2 Stück aus Versehen mal benutzt. Und dann stand da ja was von buried, also verbuddelt. Und dann kam ja so ein kleines süßes Mondportal. Ich dachte zuerst, das wäre nur so eine Art Schnellreisefunktion, dass man irgendwie irgendwo wegkommt, aus dem Dungeon vielleicht raus oder so. Was aber im Grunde keinen Sinn macht, wenn wir den Hilfespruch haben und auch das Auge des Mondes haben. Und dann habe ich gedacht, ja gut, aber wenn es ja am Ende wichtig sein wird, dann wird das Spiel mich das ja nicht einfach verbuddeln lassen. Und dann bin ich einige Male, wenn ich auf dem Weg war nach Cove, in dieses Portal beim Altar, beim Schrein von Cove reingelaufen. Und eines Nachts lag dann dieser Stein wieder da. Den hatte ich dann noch mitgenommen. Das war, glaube ich, der da. So, also fehlt nur noch einer. Ich weiß, dass, also ich vermute, dass man, wenn man in das Portal reingeht, dann bei einem anderen verbuddelten Stein dann rauskommt. Und ich kam immer irgendwo mitten im Wald raus. Ihr versteht das Problem? Ich weiß nicht mehr, wo im Wald. Ich werde das mal kurz herausfinden und den Stein irgendwie organisieren. Oh Mann, man sollte nicht alles benutzen und klicken, was man klicken kann. Aber ja, drück mir bitte die Daumen. So, ich habe ganz viel Zeit im Wald südlich von Michaels, beziehungsweise ja, der Leiche von Michael im Wald verbracht. Und irgendwann lag dann wieder dieser unschuldige Mondstein in der Gegend rum. Ich könnte mir noch immer die Knochen verfluchen, warum ich die Dinge einfach verbuddelt habe. Aber ja, ich habe mir halt einfach nichts dabei gedacht. Tut mir leid. So, dann hatte ich mir noch das aufgeschrieben, was jetzt im Buch stand, dass wir das nochmal ja, nachlesen können. Und es war hier links vom Buch und rechts vom Buch war hier jeweils eine blaue bzw. eine lila Flamme. Da stand zwar jetzt nur Kohlebecken dran, aber ich gehe mal davon aus, dass das diese Flammen der Singularität und Unendlichkeit sind. Wir wissen ja, das oberste Prinzip der Gargoyles ist die Singularität und ich meine mich zu erinnern, dass das oberste Prinzip bzw. die oberste Tugend eigentlich der Britannia-Leute ist die Unendlichkeit. Ich hoffe, dass ich da jetzt nichts durcheinander werfe und dass man quasi mit dem Kodex und diesen Linsen dann ja das Buch nochmal irgendwie reinigt und dahin bringt, wo es hin soll, wahrscheinlich in den Schrein der Singularität, weil dort war ja zumindest ein Podest dafür. Genau, das weiß man nicht. Und so, wir brauchen aber noch die Linsen. So, und dieser Gargoyle hat uns mal was von Linsen und einem Würfel erzählt, dass die, wo steht ein Avatar da? Dass die dort unten im Raum wären. Hier ist ja der Menschenkram und dort sind noch irgendwelche Bücher, die ich schon die ganze Zeit unbedingt lesen möchte. So, ich habe mich nicht getraut, hier die Felder aufzumachen. Und von daher reden wir nochmal mit ihm, aber ich glaube, das müssen wir letztendlich tun. So, er hat immer noch seine Brille auf. So, wir möchten mit dir über Linsen reden. So, finden, was ihr zu suchen in Kammer des Vortex. Vortex, zu existieren 3 Räume. Ja, das wissen wir. Raum der Menschen,
Bücher und Würfel und Linse. Würfel. Zu bedauern, dass dieser Gegenstand verloren zu sein, gestohlen zu sein von Menschlinge viele Jahre zuvor. Belauscht zu haben, dass Menschlinge den Ort Stonegate nannten, als sie entkommen zu sein. Gehört zu haben, dass sie durch Bucht der verlorenen Hoffnung segeln zu wollen. Ja, ich glaube, ihr erinnert euch. Wir sind da geflogen. Nicht zu wissen mehr über den Verbleib des Würfels. War Stonegate nicht auch der Turm, in dem man in Ultima 9 gestartet ist? Das könnte auch so ungefähr von der Lage her passen. Also dieser quasi Start-Dungeon. So, Stonegate. Zu vermuten, dies ein Ort zu sein, in der von menschlichen überlaufenen Unterwelt. Ja gut, wir sind für sie auch wieder in Unterwelt. Egal, aber das haben wir ja durch reinen Zufall und durch ja, das Verpeiltsein des Let's Players schon im vorauseilenden Gehorsam erledigt. Alles klar. Ich bin wieder stolz auf mich. Gut, dann werden wir jetzt mal all unseren Mut zusammenpacken und mal schauen, ob wir hier aufmachen dürfen, ohne dass man uns hier den Arsch aufreißt. Ich glaube, am wenigsten schlimm ist es, wenn wir das Menschenzeugs mal rangehen. Also ich sehe da einen Hammer. Ich denke mal, da hängen die Gargoyles nicht so wirklich dran. Und wenn man uns dann in Ruhe lässt, besteht Hoffnung. So, Negierfeld. Weil ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was wir ihn noch fragen sollen wegen der Aktivierung Felder. Und das sind auch so Felder, die wir auch schon mit Negierefeld weggemacht haben. Erfolg. Und alles ruhig. Okay, dann gehen wir da mal rein. Was haben wir da alles? Einen Eulenhammer. Eine Laute. Ist das wirklich nur Alltagskram der Menschen? So eine Armbrust. Das ist wahrscheinlich ein zweihändiges Schwert. Ja, Zweihänder. Was ist das? Ein Kleid. Okay. Das sind Hosen. Das ist jetzt nicht wirklich Nudelholz, oder? Doch, ist Nudelholz. Gut. Ich müsste jetzt mal Abendessen. Und wir halten noch ein bisschen die Spannung, auch für mich selbst. Und schauen dann in der nächsten Folge, welche Bücher wir dort finden. Und was uns dort unten erwartet. Die Spannung steigt und bis gleich.